Ja, herzlich willkommen zurück aus dem heimischen Esszimmer. Ich habe meiner Tochter diese handliche und formschöne Strickmühle für einen Prim geschenkt. Und ich dachte, ich stelle die mal vor. Die hat nämlich einen schönen Vorteil. Und zwar muss man nichts können, um solche Schnüre herstellen zu können. Und ja, wieso zeige ich sie? Ich habe festgestellt, man kann diese Schnüre ziemlich gut als Lanyard-Ersatz nehmen für Taschenmesser. Ich habe jetzt hier bei diesem Mercator leider in Weiß. Weiß gefällt mir nicht, habe ich gesehen. Aber ich habe ja noch von der Bank, die ich mit meinen Kindern im Wald aufgestellt habe, diese Schnur gehabt. Die ist ziemlich reißfest. Die hält also die ganze Bank zusammen und ich dachte, weil die so steif ist und jetzt nicht Wolle ist, sondern wirklich eine reißfeste Schnur, habe ich gedacht, ich mache mal daraus ein Lanyard und es funktioniert einwandfrei. Man kann aber auch, Entschuldigung, ja, jede Farbe nehmen, die einem gefällt. Also Oliv, Braun, Schwarz oder in diesem Fall Lila. Und daraus, wie gesagt, diese schönen Schnüre machen, die man dann entweder so lassen kann oder weiterverarbeiten kann, indem man sie flechtet oder indem man sie wie Lanyards dann knüpft. Und ja, zeige ich vielleicht mal am Beispiel. Ich muss nur ganz kurz das Lanyard hier wegmachen vom Mercator, wie das eventuell aussehen könnte. Und zwar, Entschuldigung, so. Und zwar kann man das Lanyard dann nehmen und kann sich dann so ein, ja, entweder einen einzelnen Strang machen in der Länge, in der man es haben will. Oder man kann einen Doppelstrang nehmen und es dann in der Länge machen, die man haben will. Das ist ein bisschen, ja, so zum Beispiel, wenn man es wollte. Man kann es, wie gesagt, flechten. Mir fehlt leider die dritte Schnur, aber dann wird das alles ein bisschen dicker, wenn man da eine Flechtmethode hat. Mal sehen, ob ich das auf die Schnelle hinbekomme. Quasi so. Kann man sich also kreativ austoben. Nee, das sieht nicht schön aus. Ihr wisst, was ich meine. Also man kann sich da eine schöne Schnur zusammenflechten. Da muss halt von diesen Schnüren einfach drei Stück herstellen. Das geht mit dieser Maschine sehr schnell. Wenn man drei von denen hat, kann man die ineinander verflechten. Dann hat man etwas dickeres, wenn man es dicker haben will. Oder diese Dicke hier, die reicht einem völlig. Dann kann man die auch einfach so anbringen. Das ist ja, also ich persönlich, ich mache ja meine eigenen Lanyards. Sekunde. Kurz mal den Hausschlüssel geholt. Schlecht vorbereitet. Ich mache ja meine eigenen Lanyards. Habe ich jetzt zum Beispiel selber gemacht. Finde ich jetzt nicht so kompliziert zu machen. Für den Hausschlüssel habe ich meiner Frau auch schon gemacht und einem Arbeitskollegen. Und ja, also funktioniert ganz gut. Aber nicht jeder ist so geschickt, sage ich mal. Und bei dieser Maschine muss man wirklich nichts können. Die kommt mit so einem Gewicht. Das ist unten dran, macht man ab, bindet die Schnur durch, die führt man hier oben ein, die kommt hier unten wieder raus, dann macht man, wie gesagt, das Gewicht dran und zieht es dann so nach oben, hält es stramm, dreht an dieser Kurbel, lässt am Anfang ein Haken aus, das macht man zweimal und dann legt man sie hier in diese Kuhle rein, sage ich mal.
hält relativ locker und dann muss man am Anfang aufpassen, dass man den Haken mitnimmt. Das geht aber nur, bis es einmal komplett durch ist und dann kann man anfangen, flüssiger zu drehen. Kann sein, dass die Kamera jetzt ein bisschen wackelt. Ich gucke gerade an der Kamera vorbei, deswegen sehe ich das nicht so. Und das ist alles, was man machen muss. Man dreht und dreht und dreht, bis man die gewünschte Länge hat. Man kann auch ganz lange drehen und sich 2, 3 Meter lange Schnüre machen. Man kann es kurz machen. Und es geht alles relativ schnell. Wer von früher noch diese Strickliesel kennt, die Mädels benutzt haben, als sie noch kleiner waren. Oder generell die Strickliesel. Das ist dasselbe Prinzip, nur eben halbautomatisiert. Da muss also wirklich nicht viel können. Ich habe den Dreh rausgehabt nach etwa, ja, ich würde sagen, nach 3, 4 Minuten wusste ich schon, wie das funktioniert. Und man kann, wenn man die Schnüre danach hat, kann man sie farblich auch mischen. Ja, also wer sagt, okay, schwarz alleine ist mir vielleicht zu langweilig, ich will noch braun mit reinnehmen oder grün mit reinnehmen oder rot mit reinnehmen. Ihr habt ja alle eure Lieblingsfarben. Könnt ihr euch selber diese Dinger machen, mischen, zusammenflechten. Da gibt es ja verschiedene Knüpftechniken, wie man die ineinander verknüpft. Also Flechten ist ja das Einfachste, wie die Zöpfe bei den Mädels. Aber es gibt auch noch verschiedene andere Techniken, die man benutzen kann. Und wie man sieht, kommt da unten schon raus der Faden. Das heißt, der hat schon eine Länge von, ja, ungefähr so, wenn er unten rauskommt. Und dann kann man fröhlich weiter machen, wie lange man es haben will. Und wenn man dann fertig ist, hebt man einfach das Ding hier hoch, lässt es unten rauspurzeln, sage ich mal, und schneidet den Faden ab. Und dann hat man das Schnürchen. Das Ende, da sind 4 Schlaufen am Ende, die man dann noch vernähen muss. Zeige ich vielleicht noch mal ganz schnell. Ich habe hier so eine Plastiknadel. Na? Ich habe hier so eine Plastiknadel. Die nimmt man einfach. Und dann nimmt man dieses Ende. Muss ich mal gucken, ob ich das durch die Kamera kann. Nee, ich muss an der Kamera vorbeischauen. Und dann geht man durch diese 4 Schlaufen, die da raushängen. 3 und 4. Ja, durch diese 4 Schlaufen, die da hängen, zieht es einmal durch, zieht es einmal fest, macht noch einen Knoten und dann hat man quasi eine von diesen 3 Schnüren, wenn man es machen will, wenn man es flechten will, Entschuldigung. Man kann auch 2 lange machen. Das habe ich zum Beispiel bei das Gewicht noch abschneiden. Dann hat man seine Schnur. Das habe ich zum Beispiel bei diesem Lanyard hier, habe ich eine gelbe und eine blaue genommen. Und die Knüpftechnik, die gibt es überall auf YouTube zu sehen, wie man diese Lanyards macht. Und das kann man auch mit diesem Teil hier machen. Man macht sich einfach 2 von diesen, ungefähr 1 Meter lang, würde ich sagen, und knüpft sie dann nach dieser Technik und bekommt dann dieses Rautenmuster raus. Ja, es gibt unzählige Dinge, die man mit
mit diesen Schnüren dann machen kann. Ich habe schon Leute gesehen, die sich Netze geflochten haben. Ich habe schon Leute gesehen, die sich Einkaufsnetze zum Beispiel geflochten haben aus diesen Schnüren, Teppiche, Stirnbänder. Es gibt also die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Ich kann mir da auch gut vorstellen, dass man vielleicht ein Netz für seinen Rucksack machen kann, wo man dann seine Jacke verstauen kann und das an den Rucksack anbringen kann. Also da gibt es sehr viele Modifikationsmöglichkeiten. Und ja, das ist ein einfach zu lernendes Gerät. Das lässt sich hier am Tisch, jetzt kann ich es ja mal abmachen und kann es mal zeigen. Das wird mit so einem Gewinde geliefert. Das ist also alles dabei. Wenn es komplett zu ist, sieht es. Sekunde, muss ich den Faden noch hier abschneiden. Sieht es ungefähr so aus. Das hier kommt unten ran. Sieht es ungefähr so aus. Da wäre theoretisch noch eine Fadenführung, die ich aber nie benutze. Und ja, damit kann man sehr viele Sachen sich selber machen. Armbänder, es gibt ja Leute, die mögen diese Paracord-Armbänder. Bin ich jetzt nicht so ein Freund davon. Ich trage generell keinen Schmuck. Und auch um die Handgelenke trage ich nichts. Aber ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, sich Armbänder zu machen. Ketten, das haben meine Tochter hat für ihre Freundinnen Freundschaftsarmbänder gemacht und Halsketten, wo man dann Perlen anbringt und Schnickschnack. Also es ist nicht nur ein Geschenk, wenn ihr euch sowas zulegt für die Tochter oder für die Frau, sondern eben auch für den Papa. Der kann da auch noch ein bisschen was damit machen. Und ich dachte, ich zeige euch das mal, weil es vielleicht in der Messer- und Bushcraft-Szene sowas eher unbekannt ist. Und ja, vielleicht braucht der eine oder andere doch eine Idee oder einen Anfang, um mal seine Ideen umzusetzen und durchzusetzen. Ja, da bedanke ich mich soweit fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und macht's gut.